herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Was geht? Es ist wieder für euch euer Lazy und wir sind wieder zurück zu einer weiteren Runde von Final Fantasy X-2. Jawohl! Ja, wir sind hier stehen geblieben bei der Insel Bisaid. Wir wollten uns die Ruinen vornehmen und da gehen wir auch direkt straight hin. Wir hatten auch gesagt, wir wollten nochmal zu Lulu. Gehen wir doch da gerade nochmal hin. Ja, guten Tag Mädchen, was geht? Willst du übernachten? Ah ja. Warum nicht? Ja. Es ist tatsächlich schon ein paar Tage vergangen, seit wir das letzte Mal gezockt haben. Okay, ich glaube, übernachten war für Story gut. Weil jetzt ist Lulu weg. Hat das jetzt was getriggert? Wo ist Waka? Nee, da nicht. Wo ist Waka? Ah, da ist Lulu. Okay. Moin. Good morning. Ah. Oh, where's Waka? Yeah. He left at daybreak. He said something about a cave. A cave? I wonder what he's up to. Want us to go find out? Yeah, there might be fiends. Thanks. Though I doubt he'd have trouble handling a few fiends. Still, I'm a little worried. It's not like Waka to hide things. That's funny. I don't remember there being any cave. I don't know much about it either. Would you mind asking around? Ja, natürlich gehen wir Waka suchen. Ja, ganz klar. Hallo? Mission gestartet! Finde Waka. Ist Waka in diese geheimnisvolle Höhle? Sammle Infos und finde die Höhle, in der sich wahrscheinlich auch ein Schatz befindet. Ziel! Finde Waka und den Schatz! Ja, dann machen wir doch, Alter. Richtig korrekt. So, wir kommen hier noch zu einer Kleinigkeit. Grüße gehen aus. Wir sollten, ich habe da einen Tipp bekommen. Wir gehen von Dieb auf Krieger mit der Riku. Und die Pain ist schon. Die Yuna geht tatsächlich auch mal auf Krieger. Weil das soll so, so habe ich das gehört, so soll das schlagkräftigste sein. Also so soll das richtig abgehen. Eine Höhle auf dieser Insel? Ich weiß nur von Gerüchten. Die Kreuzung vor dem Strand, dort an der Ruine, soll eine Vorrichtung sein. Ah, Kugel, da brauchen wir gar nicht mehr fragen. Habt ihr ihn gesehen? Das ging mit ihm ab, Alter, genial. Okay, Leute, ich glaube, wir werden nochmal kurz die Möglichkeit nutzen, um zu speichern. Jawohl. Da sind wir wieder. Jetzt gehen wir direkt wieder los. Innen in Krause rein, aller Pummel, wie es das gehört. Und jetzt sehen wir mal. Guckt euch mal an, was die Yuna für ein Schwert hat. Yuna hat ein Schwert von Kaidus. Richtig heftig. Das ist geil. Also, mir gefällt das richtig. Und vor allem der Damage Output ist jetzt auch hier ein ganz anderer. Oh ja, Kernspucken müsste auch. Und Cake. Ha, Piece of Cake, Alter. Aber geil, Yuna hat das Schwert von Tidus. Also von dem kleinen Bruder von Waka eigentlich. So, da ist ja das Schwert eigentlich her. Und Tidus hat es bekommen so. Okay, was ist jetzt hier? Null. Null? Alright. Okay, hier konnten wir im 10er nicht lang. Hier können wir auch jetzt nicht lang. Was ist das denn? Mann, ja egal. Wir gehen hier rüber. Weil die Stelle, wo ich meine, die ist eh weiter unten. Okay. Any trouble? We're fine. How about you guys? My heart is aching. Oh, huh? Ey. Ja, Ding. Was ist hier? Hallo? Hallo. Okay, geht nix. Kann ich crashen, wie ich will. Da geht nix. Aber wir wissen, wir können uns da hoch teleportieren. Konnten. Da oben ist keine Kiste mehr. Okay. Auch gut. Nehmen wir natürlich so hin. Also ich glaube, wir sind in der letzten Aufnahmesession sind wir gar nicht. Den Weg sind wir gar nicht gelaufen. Wir haben uns direkt da bei dem, ja, bei dem Speicherpunkt. Aber jetzt gehen wir sogar gegen 4 Gegner. Und es geht direkt los, also mit den Kriegern. Und dann müssen wir nur noch spammen, alle. Bam, 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 bam. Guckt euch das an. Da gibt's richtig krasse Schnauze. Aua! Und
Bam! Oh, alle weggemacht, Alter. Heftig. Pain, ruf! Rico, ruf! Vor allem, die sind halt richtig geil als Krieger Design. Ich muss es ganz ehrlich sagen, die sind richtig geil Design. Und so wie ich das noch in Erinnerung habe, die lernen alle Abilities quasi automatisch. Also wir müssen hier nicht mehr über so ein Ferroblatt gehen und die Abilities rein leveln oder halt rein skillen quasi. Sondern wenn ich jetzt als Krieger mit denen kämpfe, dann level die quasi ihren Krieger-Skill. Das gleiche wäre jetzt auch, wenn ich mit ihr mit Ricky Dieben bleiben würde, würde ich den Dieb weiter leveln. Aber der Dieb, der ist jetzt nicht so worthless. Ja, also ich meine, klar, man kann auch Spells rausklopfen und so, aber Dieb ist halt einfach nicht so worth. Okay, hier ist die Kreuzung. Da muss man hier was untersuchen, aber wo? Das ist jetzt der Frage. Kann man hier gucken? Ach, gucke da. Ah ja. Entziffercode 0. Lol. Ah, lol, okay. Moment, ich erinnere mich da, glaub. Also, ich könnte mich auch täuschen. Okay, scheiße. Oh, jetzt müssen wir über die Insel latschen und die Codes suchen. Ei, okay. Egal, werden wir tun. Oh, hier. Das war ein geiler Moment, wo wir damals mit Tidus hier runtergehüpft sind. Ins Wasser rein, aber das scheint wohl nicht zu funktionieren. Nope. Nope, leider geht das nicht. Schade. Na, das weiß ich noch. Das war geil. Erstmal unten rumgeschwommen. Gar nicht gewusst, was machen. Aber ist ja bei mir Standard. Du kennst ja. Und dann gehen wir mal fort zum Strand. Hallo, ey! Ey! Na, bleibst du da? Hallo? Das ist gemein! Was denn? Der ist da oben. Oh, ich sehe wieder so. Stopp. So. Ich sehe wieder so einen violetten Punkt hier. Yuna hier. Huh. Hä? It's nothing. Hä? Was? Das ist so wie, du fragst jemand was und der sagt, wie bitte oder was, und du sagst dann nix. Heftig. Okay, wie kommen wir da hoch? Oh, mich. Der Struggle ist jetzt schon real, alle, in Folge 6, was das jetzt sein müsste. Nein, Folge 5, sorry. Okay, hier kann man hier noch was abgreifen? Im 10er gab. Ah, gucke. Kann er nicht durch. Ah, doch, man kann da hochklettern. Okay. Hallo? Bist du da bitte? Achso, nein. 5. Okay, nice. Also, dann haben wir eine 0 und eine 5. Dann müssten wir eigentlich da vorne auch hochklettern können, oder? Macht Sinn. Ist hier noch was am Steg? Ja, hier sind wir damals abgereist. Eieiei. Wieder mal Nostalgie. Okay, hier gibt es leider nichts. Aber es sieht schon nice aus. Oh, was haben wir in dem Teil 10 alles erlebt? Eieieiei. Ah, Mann, 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 Mann. Ich bin gerade umso gespannter. Weil für mich sah das in dem Eternal Call gar nicht so, wie der Teil ist. Aus diesen Spheroid haben wir hier, by the way, aber auch nochmal gesehen. Genau denselben. Für mich sah das nicht so nach Teil des aus. Also. Und da ist ja auch noch eine Story offen. Und zwar ist das die mit dem Chapu. Die ist ja auch noch offen. Luakas Bruder, der soll ja eher auf mystische Weise so verschwunden sein. So. Ah, gucke. Können wir einfach rückklettern. Nice. Hier bin ich. Also, kam jetzt da hoch, Yuna. Mach uns stolz. Wo ist das Ding jetzt? Hier, 1. Ja, der Chapu. Und ich habe halt so die. Lul. Ja, egal. Ah, wurscht, das wird schon passen. So. Nun gucken wir mal. Gab es hier Fortschritte? Hallo? Ah, guck. 0, 5, 1, 2. Scheiße. Ja, ich bin jetzt cocky. Wir reden ein bisschen. Kein Problem. Wir probieren hier durch. Ja, und zwar denke ich, dass dieser Chapu das vielleicht sein könnte. Dass man den wieder findet.
finde es gar nicht so unreal, weil die Astra aus dem letzten Teil, die haben ja gesagt, dass wenn sie aufhören zu träumen, dass Tidus verschwindet, weil Tidus war ja ein Traum von denen. Ja, und ich glaube halt, dass der Tidus die ganze Zeit gar nicht real war. Ah, Kugel. Dass Tidus die ganze Zeit gar nicht real war. Ja, und macht ja auch Sinn, rein theoretisch. Ja. Und der Chapu war ja real, aber er ist halt einfach verschwunden. Müssen wir mal beobachten, wie das sich entwickelt. Something wrong? We came to check on you. Is there something in this cave? Yes, something like that. Who knows? Maybe it's not here, yeah? But I thought, what if? Maybe it's for real. Then again, maybe it never was. Been so long, I'm not sure anymore. So, you're saying there's something that might be here and you want to know for sure, right? Right. But, you see, I want to know and then I sort of don't want to know. Oh, man, make up your mind. What is this thing anyway? Well, see, I heard there was this old sphere. A sphere? Of what? A sphere of, you know. Wen schaut Yuna an? What does it matter? Hey, whoa! We're sphere hunters, remember? Die kennt gar nichts. It's as good as ours! Die kennt er überhaupt nicht. All right, go wings. Time for business. Yeah. Business, Alter. The go wings, huh? Waka, wo ist dein Ball? Komm mit ran hier. Okay, ich glaube, hier gibt es wieder ordentlich was zu encountern. Aber Moment. Ich glaube, ich habe in dieser Cutscene hier so ein Hebelchen gesehen. Okay, was treffen wir hier? Ach, den. Ja, der ist für die Krieger kein Problem. Und ruhig, zack, zack, bam. Der ist weg, der fehlt. Der hat keine Schnitte, Alter. Aber ich glaube, wir müssen uns mal... Ich glaube, von Anfang ist es so ganz gut, wenn man auf drei Kriegern ist und einfach alles wegbashen kann. Ich glaube, diese Tactics, die brauchen wir später erst. So, weil, gucke. Wie war das? 0, 5? 1 und 6 war das. Lol. Oh. Wieder diese ganzen Geheimnisse, diese ganzen Secrets. Oh Mann, wir wissen, was hinter der Wand ist. So, auf jeden Fall hier. Ja, aber ich meine ja, mit den Kriegern und so, zack, du kannst alles wegsmashen. Und Tactics brauchst du am Anfang nicht. Also, Taktiken, nee. Also. So schätze ich jetzt das Game. This is brother. You all right, Yuna? Ja, also ruf doch alle zwei Minuten an, du Arsch. Just ignore him. Was? Alter, was macht denn der? Ey! So, Kameraführung war wieder absolut geil. Ah, Kugel. Was haben wir hier? Und zweimal Potion? Alter, eine Potion. Ah, schau mal, die Fischchen, die kennen wir auch noch. Also auf jeden Fall erstmal ihn hier wegkriegern, alle bam, zack. Und jetzt geht's direkt auf den Fisch. Bam, bam, zack und. Ja, guck hier, das ist einfach ganz anderer Schaden. Ja, ich glaube, das ist auch gut. Also da danke ich auch nochmal an den Tipp. Also, danke ich für den Tipp und der Dank geht da raus an den. Oh, Chance zum Präventivschlag. Ja. Kraftbrecher. Kraftbrecher. Und jetzt sehen wir halt, die Pain hat ja halt schon das ein oder andere gelernt. So. Ja. Also, wenn wir ein bisschen leveln. Uts! Aquatrin wieder. Uts! Jetzt kommt das Flammenschwärmer. Bam! Oh, hat aber jetzt nicht so viel Schaden gemacht. Aber das denke ich, das ist wieder so wie im letzten Teil. Dass es halt Sachen gibt, die wo auf andere Sachen sehr effektiv sind. Und dann gibt es wieder Sachen, die wohl nicht so effektiv sind. Da müssen wir mal beobachten. So, hier zack, zack, bam, bam. Oh, Alter, wie die hüpften. Lecken wir mal. Alter, Leute, wenn das so ist, dann sparen wir doch nochmal. Und dann direkt wieder in die...
Ah, hier ist er. Aber warum kann man hier speichern? Lass mal zum Flugschiff zurück. Oh, oh. Ja, das merken die auch überhaupt nicht. Find the sphere and the fiends appear. Na, Alter, wo kam das Ding her? Okay, das sieht mir nach Flamme aus. Das heißt, dass man Kraftbrenner braucht. Noch ein Kraftbrenner. Die Aquaklinge braucht. Und sehr schön, der zieht. Ein Kraftbrecher ist gegen solche Kollegen nicht schlecht. Oh, leck, der macht viel Schaden. Der macht viel Schaden. Oh, der macht wirklich viel Schaden. Okay, Items, ganz schnell. Dann Items. Gibst du die Rico auch ein? Okay, Item auf dich selber auch noch drauf, weil wenn nochmal der Flammenatem kommt, dann ist halt schon Sabbat, ja? Bam! Da geht's nochmal drauf. Und nochmal drauf. Bam! Jawohl, sehr gut. Pain, du wirst nochmal den Icebrand draufhauen. Zack, zack. Sehr gut. Icebrand, Alter. Wow, 100 Schaden. Das ist geil. Bam, bam, zack, zack. Alter, du kriegst Schaden. Heftig. Jetzt haben wir wieder eine kurze Wartezeit. Aber wir crashen einfach nur X durch. Also so die einzige Attacke, was der drauf hat, ist halt nur sein Flammenhaus. Au. Uff, gut, jawohl. Na, gehen wir weichen aus. Oh. Ja, aber das, deswegen, also nochmal danke an den DOT. Du weißt ja auf jeden Fall. Richtig gut, überzeugt. Dankeschön für den Tipp. One more for the Goings. Yippie. Oh. Kostüm Weißmarke. Ah, und da ist jetzt wahrscheinlich dann die Überlegung, wenn ich jetzt Weißmagie auf Luna gebe. Weil die heilt ja dann. Aber die kann halt nichts beschwören. Hm, dann müssen wir mal beobachten. Was beobachten wir noch mal? Lohnspeichern. Ja, wurscht, komm, dann sind wir wieder voll. Gehen hier schön raus. Aber wir gehen ja noch zum Waka vor wieder. Aber wo kann man sich jetzt den Pferd? Werden sie sich jetzt den Pferd? Juna, mani mas. Selber machen. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Boah, Lex und Tiger. Verliere ich noch? Gut. Oh, Schutzwall ist erlernt. Geil. Das heißt, wir können jetzt hier komplett runterblocken. Das ist ein Blaster. 402. LOL, was? Schnell. Oh Gott. Ganz schnell. Alter. Boah, heftig. Alter, was war das denn? Boah, heftig. Kraftsprecher. Aber der wird jetzt bringen, weil das Ding über. Was? Oh Gott. Sag mal. Alter, ist das normal? Boah, heftig. Alter, hat er uns einfach voll runtergezockt. Da, Pain, nimm. Übel heftig. Find anything? We sure did. Let's take a look. Dann schauen wir mal. Okay, Besaid. Das ist Pfad beim Wasserfall, wo wir vorher gelaufen sind. Da oben leuchtet was. Da ist eine Kiste, okay. Oh, noch eine Kiste. Wichtiges Item. Besaid Spheroid erhalten. Is it? Nah, afraid not. Der ist safe hinter der Wand. Safe. So, what sphere were you looking for? Well, it's a sphere of our parents. Chapu said he found it. Chapu? Oh, your brother. Mm-hmm. He was a crusader. Now he's gone on to the far plane. Sin got our parents not long after Chapu was born. We were both too young to remember their faces, you know? When we were kids, we got into a fight one time, and Chapu said, I found a sphere with mom and dad in it, but I'm not telling you where it is.
And you never asked him? I was too boneheaded to let my little brother win. So I went on without asking until I just forgot about it. Then yesterday, talking with you made me think about it again. Chapu used to play in this cave, so I thought maybe he found the sphere here, yeah? But when I came to look, I got to thinking. About what? See, I got this picture of my parents in my head, yeah? Like strong and kind. Whenever things got tough, those are the parents I imagined. But their real faces might be totally different, yeah? I think about that, and I'm not so sure I really want to know. Ja, das kann ich verstehen. I was sitting there trying to figure out what to do, and then you guys showed up. Oh, that's our Waka. The sphere might still be somewhere on the island. Should we look for it? Nah, that's all right. I'm through worrying about that stuff. What's past is past, yeah? Can't let it get to me. I'm going to be a father soon. Gotta pull it together. That's right, Dad. But just how am I supposed to pull it together? Sure wish I had something to go by, you know? You read me? You guys about finished down there? Brother's starting to get on my nerves. Yeah, we'll be back soon. Yeah! Ja, das wollte ich die ganze Zeit schon sagen. Luna trägt auch das Zeichen zum Heiligen. Ultra nice. Kostümpalette, Schutzverwaktion erhalten. Ja, nice, korrekt. Werden wir jetzt automatisch aufs Schiff gefordert? Ja, aber natürlich. Leute, so löbt ja Lörres aber nicht. Wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge nochmal auf Insel Besaid runtergehen. Garantiert. Weil ihr interessiert euch für den Spheroid, ich interessiere mich dafür, den werden wir finden. Aber wir werden zumindest mal abchecken, was hinter der Wand abgeht. So, da würde ich sagen, meine Freunde, war's das für heute. Ich danke wie immer recht herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was. Macht's gut, meine Freunde. Haut rein und bis dann. Tschüss.